Professor Johann Lorenz von Mosheim, Kirchenhistoriker, 1747 bis 1755, Prinzenstraße 2. Johann Lorenz von Mosheim, geboren am 9.10.1694 in Lübeck, gestorben am 9.09.1755 in Göttingen. 1716 Studium der Theologie und Philosophie in Kiel. 1723 als Ordinarius für Theologie nach Helmstedt berufen, wurde Mosheim bald der gefeiertste Lehrer im Schul- und Kirchenwesen des Herzogtums Braunschweig. Zur Vorbereitung der Universitätsgründung in Göttingen zog ihn Gerloch Adolf Freiherr von Münchhausen 1734-35 mehrfach heran, konnte ihn jedoch erst 1747 zu deren Kanzler und Ordinarius der Theologischen Fakultät gewinnen. Mosheim hat auf die Gestaltung der Universität in ihrer Anfangszeit entscheidenden Einfluss genommen. An der Gründung der Göttinger Akademie der Wissenschaften hatte er maßgeblichen Anteil. Seine Vorlesung hielt Mosheim im Saal der Londonschenke, dem späteren Michaelishaus. Mosheim hatte die ihm folgende Theologengeneration durch seine Art der Predigt und seine pragmatische, unparteiliche Kirchengeschichtsschreibung stark geprägt. Mosheim war der erste und zugleich auch der letzte Kanzler der Göttinger Universität, der zugleich auch Professor war. Mosheim ist nachweisbar seit 1748 im Haus Prinzenstraße 2, alte Hausnummer 535 und 536. Es ist dies die Walkenrieder Scheune, auf deren Platz Daniel Gebert ein großes Wohnhaus gebaut. Er ist begraben in der Nikolaikirche, der späteren Universitätskirche, wo sich im Chor eine Grabplatte befindet. Die Gedenktafel wurde 1910 auf Anregung der Theologischen Fakultät am sogenannten Prinzenhaus angebracht, beim Abbruch des Hauses 1912 abgenommen und statt dieser eine große Tafel mit den Namen der adeligen Bewohner angefertigt, die sich heute am Haus der Commerzbank befindet.